So, Schrank ist voll. Klappe zu. Klappe zu. Tut sich da schon was? Sie, 71%? Wie schnell geht denn das? Und Olaf hat 62. Wie schnell geht denn das? Das ist ja Wahnsinn. Ich hab gedacht, wir müssen jetzt ein paar Tage warten. Nee. Aber wir können ja mal schlafen, wenn es nicht dunkel ist. Ja, ja. Wie, ist Schiff? Oh, Karl-Heinz ist draußen im Regen schlafen. Ja. Weißt du, das ist jetzt meine Belohnung, dass ich hier den Metzger gespielt habe. Ich muss auch noch draußen schlafen. Ne? Ich bin durchnässt. Für dich war ja auch mal Zeit für eine Dusche. Ja, 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 ja. Bei dem ganzen Fleisch, was ich angefasst habe, ja. Okay, ich kann die Fassmo-Garage in dem Moment jetzt nicht mehr für ernst nehmen, seitdem ich hier den Olaf gemacht habe. Lecki, lass dich nicht ärgern auf der Arbeit. Schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank nochmal für deinen Support und bis Donnerstag. Mach's gut. Ja, da freue ich mich so, Paddel. Ja, und wie B. Auf den Simulator freue ich mich auch schon so. Große Pläne schmieden sieht jetzt eher aus, als würdet ihr irgendwo eingebrochen, macht jetzt heimlich Würste oder wie erklärt ihr die Tatsache, dass kein Licht brennt? Doch, doch, ein Licht brennt ja hier oben, Marie. Ein Licht brennt. Bis gleich, Lili. Das ist Schwarzarbeit, weißt du? Schwarzarbeit, Wurstarbeit. Wir haben keinen Schrank mehr, Maria. Ach, du machst ihn jetzt da rein. Genau. Ach so, ja, warte mal, den einen, den brauche ich aber für mein Auto. Den brauche ich fürs Auto. Und hier ist doch auch noch einer, ne? Der ist leer. Kann ich doch auch noch nehmen. So. Achso, warte mal, ich kann doch schon die ersten Würste entnehmen, oder? Schnapp kochen. Die schon eben gerade hatte, die eine 78. Zwei doofe eigentlich. Ah, 90. Ja, dann verkaufe ich das alles morgen. Das pressiert ja nicht. Oh, jetzt können wir uns alles geben. Thomas, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Hallöchen. Also, wenn wir die Würste. Wenn wir die Würste verkauft haben, dann ist hier was los, sage ich euch. The Party! Dann ist die Party am Dampfen. Die Hühner füttern. Ja, richtig, ich wollte auch Getreide einkaufen, John. Ja, genau, brauchen wir wieder. Ich glaube, das brauchen wir, ne? Und hier nochmal so ein Wassertrog, oder? Ja, kannst du auch. Das ist ja geil. Hä? Voll du Metzger-Simulator. Ist auch, du hast auch so viele Simulatoren hier in dem Spiel mit drin. Du kannst schießen, du kannst metzgen. Du kannst kaufen. Du kannst stapeln. Wer kennt ihn nicht? Den Stapel-Simulator. Ja, richtig. Bim, 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 bim. Ach hier, das wollte ich noch. Ja. Ist das cool? Hier liegt überall Muni rum. Hast du schon wieder Muni gekauft? Hattest du nicht noch unter dem Metall? Nee, ich hatte nur noch 16. Bei mir steht 204, Junge. Wie hast du jetzt gekauft? Drei Packungen. Ich hatte nur 16 Stück.
Ich hab, nein, ich hab 87 Muni jetzt. Ich hab 204, wieso hab ich 204? Weiß nicht. Bibi Lili, Lila! Nee, ich hab, das stimmt irgendwas nicht mit deiner Anzeige. Also 87 habe ich jetzt. Was sag mal, haben deine Farmmädels eigentlich schon mal das Tor von außen gesehen oder sind das nur Arbeitssklaven? Was für ein Tor von. Nein, also die machen das ja auch gerne, Paddel. Die machen das gerne, weißt, abends kriegen wir immer so eine Spritze. Und dann. Ja. Außerdem, wer muss denn draußen schlafen, hä? Wer muss denn draußen schlafen? Wer pennt einfach weiter, werden die Frauen schaffen? Erwischt. Ist auch so, Lilly. Klar freue ich mich. Na klar. So. Weißt du, Paddel, ab und an muss ich immer wieder das Leben retten, weil sie dann wieder vom Bär gefressen wurde. Also ab und an sehe ich das Tor auch mal von außen. Ja, das hat der Paddel, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Und alle guten Wünsche zum Frauentag, den Damen. Hallo, Bal, Hallöchen. Wäre witzig, wenn die das bis 32 Spieler auf einer Farm erhöhen. Oha. Würde das überhaupt funktionieren? Performance-technisch? Weiß ich gar nicht. Und Sweet Tante, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hallöchen. Und auch Tar im Chat. Herzlich willkommen. Karl-Heinz schläft dir nur vor dem Zelt, damit du siehst, ob deine Mädels nicht noch in der Nacht, was nicht noch in der Nacht ihren Job haben. Na, die dürfen schon abends schlafen, Paddel. Also so ein schlimmer Chef bin ich nun auch wieder nicht. Nee. Ja, ja, genau, genau, genau. Und hallo, Sabalboy, ja, Mann. Ja, haben wir schon gemerkt, die Muni wird für alle gekauft, ja. Nur irgendwie hat gerade die Maria eine andere Anzeige. Das funktioniert gerade nicht so richtig. Aber ist ja nicht schlimm. Hallo Lizan, juhu! Na? Auch da. Ich liebe das Game. Bin mal gespannt, was alles kommen wird. Am 24. ist ja wieder ein neues Update da. Ach, hör auf! Oh, das muss ich mal gleich aufschreiben. Oha, wo schreibe ich mir das auf? Auch am 24. Oh je, da kommt ja noch ein Spiel am 24. raus. Da bin ich ja völlig in der Not. Wo ist immer gerade? Ranch. Auch am 24. Jetzt am 24. Ach stimmt, wir sind ja schon im März. Ich rede die ganze Zeit vom März. Wir sind ja schon im März. Ich kann auch nur nicht realisieren, dass es März ist. Mhm. Oh, Elke, GZ, du hast Zenzi besiegt. Vor dem Zelt kriegt man mit, wenn jemand türmen will. Ja, genau, feiner Sand. Ach, toll. Ja, danke für die Info. Ach, hast du schon neue... die Würste hast du wahrscheinlich da schon drin, ne? Na klar. In den linken sind die fertigen drin. Dein Olaf und dein... mein Olaf. Olaf. Sollte man jetzt warten, bis das Angebot da ist oder einfach verkaufen? Es kommt drauf an, wie nötig du das Geld hast. Naja. Soll ich meine Bewerbungsbilder mit Oberweite wegen Holz vor der Hütte wie von meinem Mann gefordert jetzt an dich oder an Jens schicken? Nee, an mich, Anja. An mich bitte, ja. An Jens, ganz klar, an Jens. Und der schickt es mir, damit er sich die Zweitmeinung einholt. Haha, Paddel. Oh, ist das cool.
95, 80. Das hat auch 100. Okay, das entnehme ich jetzt und tue es dann einfach da reinlegen. Ja, cool. Okay, und mehr rohes Fleisch haben wir nicht, ne? Das ist Wurst und auch Wurst, okay. Jetzt müssen wir einfach nur warten, bis das alles fertig ist. Und dann verkaufen wir den Rotz. Ist ja auch cool, dass sich das verfärbt, ne? Mhm. Dass du das dann auch ein bisschen besser erkennen kannst, was schon fertig ist und was nicht. Und auch, dass man den Schrank nicht zumachen muss, ne? Ja. Wenn sie keiner verbraucht, dann ist alles korrekt. Ja. Ja. Man denkt, dass Game ganz einfach ist, aber man findet immer was Neues und die wollen ja viel weiter ausbauen. Ja, die NPCs sollen kommen, ne? An mich auch bitte, ja, Lilly. Lilly, du bist schwanger, da kann eh keiner mithalten. Nadine? Ja? Hängen doch gleich zwei neue Würste rein. In der rechten sind ja rohe drin. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ah. Ach so. Ah ja, klar, da steht's ja roh. Verwirrt. Ja. In der Zwischenzeit hat Gwen schon fast den ganzen Zaun fertig. Ja. Aber. Vielleicht. Ein Kühlschrank, also so einen richtigen Kühlschrank kann man sich nicht bauen, ne? Bei dem Game kommen jetzt neue Quests dazu. Jägerquest mit neuer Waffe und Quest-Aufgaben für andere Farmer. Oh, wie toll, Tante, wie toll. Wie viele Beeren passen in eine Wurst? Du kannst leider Wildfleisch feiner Sand nicht verarbeiten. Du musst ein anderes Tier töten dafür. Also ein Schwein halt. Mama, haben wir kein Papier mehr? Doch. Ah, ich hab's Holz verloren. Hast du was gedruckt? Der Papa wollte mir was haben. Muss ich jetzt noch irgendeinen Knopf drücken? Nee, ne? Was? Ich wüsste jetzt nicht, welchen Knopf ich drücken soll. Weil auf dem Knopf, der da leuchtet, dann machst du ja den Drucker aus, weißt du? Weiß nicht. Was jetzt juckt es mich ja doch in den Fingern, dass ich dir auf WhatsApp ein Bild schicke, damit du meine Frage nach der weiteren Aushilfe mitkriegst. Was? Hat sie die Anja überlesen? Ich weiß ja nicht, ob ich meine Bewegung schicke, so einen bunten Huhn wie ich. Hirschwurst? Ja, das ist ja das. Also eigentlich könnten wir ja schon Wildwurst machen, ne? Wildwurst. Wildsalami. Ich hab mal bei einem Jäger gewohnt, also das war mein Vermieter, und der hat, du durftest halt echt nicht in die Garage gehen, und bei dem, ich konnte mir immer meine Wurst rausnehmen, also meine Wildwurst. Ich könnte Wurst rausnehmen. Klappautermann, oh, Hallöchen, ja. Hallo. Und Waze am Start, moin. Ja, das Berlinerisch, das kann ich nicht. Ja, das kann ich leider nicht. Ich kann sowieso keine anderen Slangs leider lösen. Leider. So, aufnehmen. Aber den Slang haben wir ganz gut hier. Wurscht. Genau. Alles wurscht.
Chefin, willst du mich als weitere Magd oder wird es dir schon zu bunt? Nein, es wird mir niemals zu bunt. Karl-Heinz kann mit ganz vielen Frauen, außerdem will er ja ein Harem aufmachen, Anja. Ja. Also von daher passt du noch ganz gut rein, ja. Hallo Eisenohr, servus. Na? Oh, das wird ja cool. Aber weißt du, was das Krasse ist, Tante? Dass dieser NPC mit dem Gewehr, der ist ja schon da. Den habe ich ja schon gefunden. Yeah. Dass sie das schon hinzugefügt haben, ohne dass der halt was machen kann, finde ich halt krass. Ach du Scheiße, Walisch. Walisch kann ich aber sprechen. Ich kann zwar kein Berlinerisch, aber ich kann Walisch. Jetzt hat sie endlich Anjas Nachricht gelesen. Hab ich Haare im Gut. Ja, hast du richtig gehört. So, jetzt werden Geschäfte gemacht. Money, money, money. Dein Geschäft, Mama? Siehst du, jetzt ist Schweinefleisch im Angebot. Eieiei. Wir haben noch eine Sau, die können wir auch noch schlachten. Boah, ich krieg 760 Dollar. Geil. Dann holen wir noch eine Matratze, wenn Anja noch kommt. Ach so, ja. Richtig. Warte mal, was wollte ich denn gerade noch? Du schläfst nicht mehr alleine draußen. Ja. Ja. Stimmt, ich wollte ja sowieso dahin fahren, wegen Dingsbums. Metall. Ja. Die allgemeinen Pläne in dem Spiel gehen ja dahin, dass man dann selber Felder bewirtschaften kann, um Futter und alles herzustellen. Nein, bitte nicht! Was? Das ist für mich die Hölle. Dann wird's hier zum Landwirtschaftssimulator. Dann streike ich, Leute. Wenn ich nicht anders das Futter herbekomme, dann streike ich. Unsere gemeinsame Zeit ist leider schon vorbei. Meine Zwerge haben ausgeschlafen. Ja, feiner Sand. Oh, vielleicht bis später, oder? Oder ansonsten bis Donnerstag, feiner Sand. Ja, schön, dass du da warst. Oh, das ist wirklich das Auto. So, Karl-Heinz. Du darfst. Aha. Holz oder Jüt. Jetzt druckt der. Jetzt druckt der. Schick die anderen vor. Also das ist halt wirklich was, das macht mir keinen Spaß mit. Also es kommt drauf an, wenn, je nachdem, wie dann das Spiel dir das vorgibt, ne? Kann natürlich sein, dass das Tada, Zaun fertig. Dass es in dem Spiel so gemacht wird, dass mir das auch Spaß macht, aber ich brauche normalerweise immer so ein bisschen Action und die koppeln müssen. Und das. Ja, das, machen die Arbeit dann. Das mit dem Traktor übers Feld und dann Reihe nach da abfahren, das ist nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Da wird es mir ganz kribbelig von innen, weißt du? Man muss ja nicht die Felder bewirtschaften, aber es gibt einem einfach die Möglichkeiten. Ja, und es ist halt wahrscheinlich dann auch günstiger, ne? Ja. Okay. Dann bin ich wieder zufrieden. Das war ja Too Fast, Too Furious, Karl-Heinz.
Ja, du kannst von Bär, vor dem Bären kaum weglaufen. Hallo Anja. Also du musst... Du musst wirklich Abstand wahren. Huhu. Oh, Minolli, dann hab noch einen weiteren schönen Arbeitstag. Oder einen, du weißt schon, was ich meine. Lass ihn nicht ärgern. Hört ihr mich? Ja, jetzt. Ja. Hallo, grüß euch. Dann traue ich mich mal zu euch rein. Aha. Hat ja geklappt mit dem Code, ne? Also man muss ihn nicht wirklich verbinden über Epic, sondern über den Code kannst du auch joinen, ne? Ja. Das ist sehr gut. Wart ihr auch so down von der Grafik am Anfang? Also ganz ehrlich, Tante, das Spiel hat mich sofort an Miss Survival erinnert. Und das Buch, wie man bauen kann, hat mich sofort an The Forest erinnert. Aber ja. Du denkst dir die ganze Zeit, gleich kommen Zombies. Das Buch hat mich wirklich an The Forest erinnert. Ah, wir brauchen Benzin für die Säcke. Wenn Anne dann gleich erscheint, werden nicht Bären gejagt, sondern Karl-Heinz. Ach, jo. So, bin da. Karl-Heinz ist auch immer am Start. Ja, immer. Im Real Life kannst und solltest du auch nicht vor dem Bären versuchen wegzulaufen. Klappt nicht. Ja, das ist mir auch klar. Du kannst ja versuchen zu knuddeln, so ist es nicht. Ja. Kannst ja versuchen, ihn zu pflücken. Wird nicht klappen. Ja. Ihn zu pflücken. Was hast du heute so gemacht? Auch ein paar Bären gepflückt. Ja. Da hast aber einen massiven Schreibfehler drin, wenn du ein paar Bären gepflückt hast. So, das wird wahrscheinlich noch klappen. Ja. Gib mir Arbeit. Was soll ich tun? Geil. Da ist eine Koppel. Ich renne. Ja, mein Gunnar. Prost. Klong. Oh, ich muss lenken. Wir bräuchten noch mal Benzin. Sonst können wir kein Holz sägen. Mhm. Fuchsgang, Prost! Oh. Entschuldigung. Ich glaube, da ist die Chefin gekommen. Habt ihr den Bums gehört? Oh. Hätte die fast die Anja über den Rehauf aufgeweckt. Kannst du mir auch einfach sagen, wenn du willst, dass ich gehe. Also, ich kann Zeichen ja auch deuten, aber überfahren war die etwas heftig. Oh nein, ich habe die Matratze vergessen. Ja, ich muss ja sowieso nochmal los. Genau, du holst Benzin, dann kannst du die Matratze holen, weil sonst kann die Anja nicht schlafen. Ja. Also ich würde dir auch anbieten, dass du bei mir auf der Matratze schläfst. Stängeherz, KN0, RK. Ich hab gerade bei meinem Mann. Okay. Ich hab gesehen, wie breit du dich machst. Genau. Ja, wie gesagt, meine Eier brauchen Platz. Ja. Ja, richtig. Eier, Sonnen und Lüften waren das. Arctic Ranger, vielen lieben Dank für deinen Sub im dritten Monat. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Zockersuchtis. Mega, Hallöchen. Alles klar? Versuchter Mordversuch vom Arbeitgeber. Nadine, guck mal so wieder. Richtig, wir brauchen Eierfuchsgang. So, ich beeile mich, weil sonst wird es gleich wieder dunkel. Ja, aber so wird das nichts, wenn du über den Gegend raus. Jetzt habe ich nur leider. Schneller, wenn man ja, und ich höre es bis hierher. Jetzt
habe ich nur leider mein Portemonnaie vergessen bei euch. Das wäre noch was, hä? Ich habe leider meine Kreditkarte vergessen. Ja, dann das Anschreiben. Ah, okay. Was, Gunnar? Oh. 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 Es ist nicht passiert. Chefin, was machst du eigentlich da mit dem Auto? Ich will... Oh Gott, beim... Der Gasstation brennt. Oh, das hat sich... Ach so, wegen dem... Ach, Gasstation brennt. Ich bin wahnsinnig hier. Ich glaube, die hat Halluzinationen inzwischen. Das glaube ich auch, ja. Zu viel Bären erlegt. Jetzt sitzt sie in Gefahr. Hat das kleine Auto einfach auch einen Benzinaustritt in Form von Gas? Ja. Hat sie schon ein bisschen eine Schugge. Das könnte ja sein, ja, ja. Zu viel Benzin geschnüffelt. Ja, ja. 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 Was, du bist das Beispiel für den Spruch, schnall dir die Matratze auf den Rücken, sonst vergisst du sie auch nicht, ja. Ja. Ich brauche halt auch langsam eine Einkaufsliste, ne? Das auch noch. Ja. Nee. Also Tante, das ist so ein furchtbares Fahren hier, obwohl es gibt schlimmere Simulatoren, die ich schon gefahren bin mit Autofahren. Aber es lässt sich wirklich schlecht lenken. Aber es geht noch. Es ist alles noch. Es geht alles noch. Oh, warte mal, ich glaube, ich muss da hoch, ne? Nee, muss ich nicht. Ich muss da runter. Matratze kaufen ist sowieso nicht mehr. Ist schon nach 8. Oder haben die auch bis 9? Oh nein! Doch, die haben bis 9 auch. Von 8 bis 9, glaube ich. Ich beeil mich. Go, Karl-Heinz, go! Darfst du jetzt nur nicht gegen den Baum fahren? Die Anja braucht ein Zelt. Es gibt aber kein Zelt, Kate. Ich lege sie dann in die Garage. Ich lasse mich doch nicht anregnen hier. Aber ich dachte, wir schlafen nebeneinander. Leg doch deine Matratze auch daneben. Weiß nicht, so auf Luftmatratze draußen bei Regen. Meinst du? Bin mir nicht so sicher. Ja, ich finde das so weniger romantisch. Ja, also wir haben schon, wir wohnen hier schon in einem ganz komischen Gebiet. Oh. Aber weißt du, oder ohne diesen ständigen Regen, ne, und diesen Schnee und so, ne, wären unsere Gräser hier auch nicht so schön saftig grün. Ach so. Ach so. Aha. Ach, deswegen. Ja. Das macht Sinn. Ja. Dass man euch das aber auch noch sagen muss. Ja, eh so. Wer als erstes im Zelt liegt, liegt im Zelt, gell? Ladies first. Ich lieg im Zelt. Ich lieg auch. Ist jetzt der richtige Satz, die letzte muss mit Karl-Heinz schlafen? Ich weiß. Guck mal hier. Das ist doch wunderschön. So, und hier. Guck, jetzt wird's romantisch. Guck. Guck, ich lege mich auch nach außen, dann werde ich zuerst gefressen. So. Ich lege mich da aus. Wieso liegt neben mir jetzt keiner? Ich frage mich gerade, wieso liegst du da unten? Wieso liege ich unten? Bei mir hängst du hier im Auto, wenn ich das mal so sagen darf, und fährst gegen Baum. Was? Bei mir liegt sie. Bei mir fährt sie noch gegen Baum. Ja, wir haben zu viel ich nicht mehr. Wir haben Terpentin geschnüffelt, Racker.
Zu viel Terpentin, ja. Ja, ja. Bei mir steht Anja auch noch. Achso, ich bin wieder rausgeschmissen, deswegen. Mhm. Ist ja nichts Neues mehr. Mag dich deine Internetverbindung auch nicht so gern? Nee, ist jetzt so ein... Ich sitze an einer beschissenen Stelle. Romantisch. Es wird so romantisch. Ist noch ein paar Kerzen anmachen. Musik. Passt. Ja. Ich komm wieder. Ist schon das zweite Mal, ist ja nicht schlimm. So, was machen denn unsere Schweinchen? Wir müssen noch wachsen. Alexander, Jens und Racker, GZ. Die müssen noch wachsen. Wie groß sind sie denn? Oh, die sind ja jetzt auch wie süß. Jetzt sind sie groß. Also fast groß. Kann man schon das Geschlecht erkennen? Nee, ne? Guck doch. Ich hab noch nichts gesehen, ne? Nee, ich auch nicht. Also, wenn ich jetzt so sehe, wie da, die da noch sind, würde ich sagen, das sind zwei Männchen. Ja. Deswegen dürfen wir eigentlich die Frau Mutter nicht, nicht abschießen, ne? Nein. Die muss nachher mit ihrem eigenen Kind wieder nachzuchten. Oh Gott. Inzest. Oh, Inzest. Oh, Junge. Schmeckt was geht die Wurst hier immer ab? So komisch bunt. Wo sind oh wir Gott. Hier gelandet? Das weiß nur der Wind. Ja, deswegen fahre ich gerade los, ja. Hättest du denn... Ach nee, ich wollte gerade sagen, die Würste hast mitgenommen. Ja. Wo fällt ihr denn die Bäume? Wo wollt ihr denn keine Bäume mehr haben? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen habe ich schon keine mehr gefällt. Das ja, ist so viel zu sagen, weil sie ja gerne noch welche behalten möchte. Sie mag ja so Natur und so. Also hinterm Zelt, die Bäume, die können ruhig alle weg. Also in Richtung Schlucht. Okay, da wo ich halt gerade. Ja. Gut. Ich steck fest. Jetzt. Frage, wolltest du mit dem Kopf durch die Wand oder ist der Hintern zu breit für die Tür? Bei mir wär's beides. Gell? Bei mir auch. Hallo Contex, servus. So. Wenn die Geschichte mit Adam und Eva stimmt, betreiben wir alle Inzest. Ja, das stimmt. Oder man hat ja jetzt schon festgestellt, zum Beispiel Leute, die sich halt irgendwann finden, sind irgendwie durch keine Ahnung wie vielen Grad miteinander verwandt. Zum Beispiel ja der Prinz Harry und die Meghan Markle sind ja irgendwie im neunten Grad irgendwie Cousin und Cousine oder sowas, ne? Deswegen verstehen die sich anscheinend. Wusstet okay. ihr das? Krass, ne? Nein. Verschwistet. Oh Gott. Oh Gott. Wie ging das? Was mich sehr irritiert, in Forest konnte man zwei Baumstämme tragen. Ja. Das, ja. Das vermisse ich irgendwie. Ja. Ja.
Oh, Entschuldigung. Ich hab sie schon wieder in Bären erlegt. Ja, ich konnte nicht anders. Ich muss ja für unser Wohl sorgen. Ich bin ja der Mann. Du musst doch Wurst verarbeiten. Ah, nee, das geht ja nicht damit. Stimmt, Wolf, Bären. Hast du jetzt bisher nur einen, gell? Nee, nee, ich hab schon öfters Wölfe getötet. Okay, also ich habe tatsächlich noch nie einen Wolf gesehen hier. Doch, gesehen habe ich sie auch schon, oder getötet habe ich sie auch schon, aber die haben auch immer so ihre speziellen Ecken irgendwie. Hä? Okay. Also am schönsten fand ich ja bisher den Hirsch, den ich mitten im Burgerladen gekillt habe. Was? Nee. Da stand ein Hirsch im Burgerladen. Also. Ja, der wollte. Wir haben uns dann beide reichlich dämlich angeschaut. Ach du heiliger Strohsack. Dann habe ich ihn erschossen, ich geb's zu. Böses Faul. Nee, so skurrile Gegenden oder. Weiß ich nicht, hatte ich nur nicht gehabt. Wo ich die Bären antraf. Aber es wird mir mit Sicherheit auch irgendwann noch passieren. So, euch verkaufe ich jetzt erst einmal. Weil ich gemerkt habe, wenn du Fleisch, also verarbeitendes Fleisch in einer Kühltruhe hast, kannst du kein rohes Fleisch mit reintun, ne? Ist das so? Ja, ist so, gell? Und hier kannst du es mit reinpacken, aber das passt halt bloß 12 Plätze frei. Nee, nee, es hat gerade nicht funktioniert. Anscheinend geht es nicht. Der wollte das Fleisch nicht in die Truhe packen, wo das verarbeitete Fleisch dabei ist. Ich finde es interessant, wie oft die Chefin mit dem Auto liegt. Ja, im Moment passiert es ein bisschen oft, ja. Ich finde, dass du es immer so aufstellst. Ich bin da immer einfach so gefahren, dass ich es mir von selber aufgestellt habe. Hey! Ich wusste gar nicht, dass es den Knopf gibt. Ja, Gott sei Dank gibt es den Knopf. Soll ich hier mal die alte Scheune hier auch abreißen, die hier rumsteht? Ja. Ach, siehst du, Wildfleisch ist sowieso im Angebot. Gut. Ach so, weil ich habe da 12 Dingsbums getan. Ja, wenn voll ist, passt nichts anderes mehr rein. Ach so. Ich habe gedacht, da wären nur 2 Dinger drin. Ja, aber erstmal diskutieren. Ja! Hör doch auf mich! Ja, ja, ja. So ist der Karl-Heinz. Hallo, Weltfrauentag. Hör auf die Frau. Karl-Heinz hat gar nichts zu sagen heute. Ja, 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 ja. Ja. Er sich schon wieder einbildet. Ja, ja, ja. Ich fahre aber auch wirklich, als wenn ich irgendwie... Du nimmst da ja auch jeden Stein mit, den es gibt. Ich bin gerade sehr froh zu sehen, wie du fährst. Oh Gott, Zement brauchen wir auch noch. Ach du heiliger Strohsack. Jetzt darfst du noch mal. Kann die Sau, achso ja, die kann ja jetzt nicht mehr schwanger werden, weil die hat ja keinen Mann. Ja. Ja, so funktioniert Fortpflanzung. Heißt es, ich muss ein männliches Schwein jetzt töten? Kaufen. Ja, töten, damit sie sich fortpflanzt. Ja, oder du wartest, bis eins von den Kleinen groß ist. Genau. Töten. Mutter und Kind vermehren sich. Ja, das geht, das geht. Hier geht das.
Mama! Mama! Oh, ihr macht mich fertig. Wir dich? Du uns? Wie du Auto fährst, das ist so geil. Aber nicht alle. Ja. Ich wollte jetzt bloß diese kleinen Dupseldinger da rausnehmen, weißt du? Ja, da habe ich mir gedacht, bei dem das ist zu viel. Ach so, ah ja. Oh Gott, ja, Gunnar. Ja, du hast ja eigentlich recht. Gunnar, 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 Gunnar. Ich sag dir, hier machst du was mit in dem Spiel. Oh. Nee, durch den Wald nicht, weil Wald ist gleich weg. In dem Spiel machst du einfach was mit. Wird Karl-Heinz noch das Autofahren erlernen? Sicher. Siehst du, mein Bot ist halt auch, weißt du? Ja, weiß genau positiv. Bescheid. Ja, 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 ja. Und er sagt auch immer die Wahrheit, das wisst ihr ja. Kann mal bitte einer den Bot fragen, ob er immer die Wahrheit sagt? Bitte. Sagst du immer die Wahrheit? Da kommt mit Sicherheit, nein. Machst du Witze. Das ist nicht sicher. Ich war nah dran. Bist du dir sicher? Das ist nicht sicher. Ui, 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 ui. Siehst du? Ja, Karl-Heinz muss zur Fahrschule, ja. Oh, Junge. Könnten wir auch eigentlich einen Baumcounter machen. Jedes Mal, wenn die Chef einen Baum trifft, bei so und so vielen Bäumen in der Stunde, musst du dann doch nochmal einen Fahrschulsimulator spielen. Ja. Oh, das ist gut. Das finde ich gut. Wird Karl-Heinz in dem Spiel eine Frau heiraten? Na klar. Oh. Wie, nur eine? Finde ich jetzt aber schon gemein. Ja, dann ja. Muss ich mich ja noch entscheiden am Ende. Das kann ich ja nicht machen. Egal, was du tust, aber zwei sind sauer. Ja. Vielleicht auch drei. Hat Anja für Karl-Heinz genug Holz vor der Hütte? Nein, auf keinen Fall. Dann wird's aber mit deiner Auswahl langsam knapp, ich sag's. Oh, das mit den Bäumen ist aber wirklich eine gute Idee. Baumcounter. Ja, aber wer soll so schnell zählen? Ja. Das ist die Frage. Ja. Ihr seid alle Ufbase, gell? Ich bin dann jetzt hier. Wo geht's denn da lang? Da geht's auch nochmal hoch. Ich glaube, da war ich schon. Ah, den Counter erstelle ich, Leute. Der ist gleich gemacht. Das gefällt mir.
Ja, aber die Frage ist eben, wie viele musst du treffen, damit du nochmal in den Fahrschulsimulator fährst? Innerhalb von einer Stunde? Mhm. Das ist eine gute Frage. Aber dann musst du wieder wenden auf einem beschränkten, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich glaube, ich auch nicht. Oh Gott. Wenden auf einen beschränkten. Ja. Wenden auf einen beschränkten. Es war viel zu gut. Oh Gott. Es gibt schon geile Simulatoren, ey. Puh. Du bist auch ein Baum zu viel. Oh, das Stapeln, das ist manchmal ja eine Not, gell? Muss mehr Tetris spielen. Ja. Anscheinend. Ah. Tetris spielen ist gar nicht gut, weil dann sind die Kisten plötzlich weg. Stimmt. Ach so, ja. Ach, genau, erstmal mit euch anstoße hier. Manuel, Elke, Fuchsgang, Alexander, Kate, Adunga, Matze, Gunnar und Jens. Prohost! Klopp! Jetzt ist der Bot überfordert. Guck, jetzt sagt er nichts mehr. Ich hab's geschafft. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Ja, Tatoba. Ja, ich auch. Oder will mich nicht sauer machen. So sieht's aus. Aber jetzt kommt ja Planet Crafter und wie ich heute erfahren habe, auch das Update zu diesem Spiel am selben Tag raus, ne? Das ist natürlich eine Not. Wann kommt's denn raus? Ich habe noch kein Datum. 24. Dritter. Ja. Ja, geil. Mhm. Und alles muss dann durch sein, bis The Forest kommt. Richtig. Na gut, da haben wir ja. Da haben wir ja noch. Ja, 2 Monate dazwischen, das schaffen wir. Wird Karl-Heinz Anja heiraten? Die Antwort findest du tief in dir. Aber wieso ist die Antwort darauf, ob Karl-Heinz Anja heiraten wird, tief in Pappen? Das ist die Wahrheit! Müssen wir da aus Paddels Eingeweiden lesen oder wie stellt sich der Wahrsager das vor? Oh, oh Gott, wie gut. Eher nicht. Gott, Kopfkino. Entschuldigung, Ben. Ich hab so über mich. Da habe ich schon auch daran gedacht, ich so, warte, tief in Paddel? Hm. Oh. Fast Maria überfahren. Eieiei. Ich glaube, die hat uns alle schon fast überfahren. So. Zement. Wird Karl-Heinz Gwen heiraten? Das ist nicht sicher. Kann alles passieren. Stopp! Wieso, was Stopp. Ist? Was denn? Halt, ablegen. Ablegen. Gib mir das Metall. Ich sag aus. Gib mir das Metall. Geh da weg. Ist jetzt ausgeraubt. Ja, wir müssen doch den Dingsbums fertig machen. Ja, kann auch, aber da kann ich 10 Metall von abzwacken. Nein. Achso, wegen den Türen. Ja.
Wegen den Türen und der Paddock da für die Zossen, da braucht ihr auch hier, der braucht auch Metall. So, hier, den Rest hier, da kannst haben. So. Guck mal, waren sogar den hier machen müssen. Halt! Ja, Elke, viel Spaß im Lurk. Ach so, ja. Wirklich die Knarre rausholen. So. Wird Karl-Heinz Maria heiraten? Na klar! Jetzt haben wir's. Er wollte halt bloß höflich umschreiben, dass er euch nicht heiraten wird, ja? Weil ich zu wenig Holz vor der Hütte habe, ja. Ach, und jetzt ja, kann ich... Immer merken. Ja, Anja, da musst du jetzt zulegen, weißt Bescheid. Ne? Gibt halt nichts. Okay, jetzt muss ich $200 ausgeben, damit der Silo gefüllt wird. Der Silo. Ja. Der Silo, ja, genau. In der Regel heißt es das. Und jetzt auch alle Tröge füllen. Ja. Ja, waren wahrscheinlich alle voll. Sollten die vom Hühnerstall und vom Dings voll gehen. Die waren wahrscheinlich gerade voll. Automatisch voll. Ach, hör auf. Okay. Oh, das heißt, ich muss kein Getreide mehr kaufen. Erstmal. Sonst werden die Hühner ja krank. Du musst das Silo aber ab und an, glaube ich. Ich glaube, du musst das Silo aber ab und an wieder voll machen. Ja, das ist ja kein Problem. So. Aua! Aua? Ja, das Huhn hat mich Alter, gepickt. Das Huhn hat mich gepickt. Du kannst ja die Eier auch ganz einfach von außen holen. Dann pickt es dich nicht. Doch! Nur wenn ich an dem Haus stehe, pickt es mich schon kaputt. Es pickt mich kaputt. Ja, weil du brauchst doch bloß so den Eierkorb nehmen, machst hier auf und drückst den. Machst die Klappe wieder zu und fertig. Ja, aber ich wollte doch... Achso, die Hühner, die können ja auch im Korb, hast du gesagt, ne? Schlüpfen. Ja. Ja. Außer du hast sie dann schon in Olaf geklopft. Ja, dauert ja jetzt aber noch ein bisschen, ehe wir wieder Olaf klopfen. Also stimmt ja. Und dann bräuchten wir vielleicht zwei Körbe. Einen für die. Ja, klar, man braucht dann zwei Körbe. Ja, Eier, Racker, wir brauchen immer Eier. Merkst du es in jedem Spiel? Die Eierdiebin ist, bin ich ja. Ja. Eierdiebin. So, der Pferdestall ist auch fertig. Gut, Gunnar, ey. Hat Maria genug Holz vor der Hütte? Kein Kommentar. Definitiv mehr als Anja. GZ Jens und Gwen. Ach, ist das schön. So für Holz vor der Hütte könnt ihr gar nicht umgehen. Ja. Holz vor der Hütte. Also wir haben Holz vor der Hütte hier. Ja, ganz viel. Ja, das könnten männliche Schweinchen sein. Ja, weil keine Zitzen drunter sind. Ja. Deswegen denke ich, dass da zwei Männchen sind. Ja. Und mit Schneefall habe ich eine lustige Dia-Show. Da laufe ich dann wahrscheinlich sogar im Laufen gegen den Baum. Manuel Brust! Okay, Leute, wie hättet ihr denn gerne den Counter? Hättet ihr gerne den Counter, den ich immer hatte bei Phasmo? Das heißt aber, glaube ich, dass nur ich den Counter betätigen kann. Das heißt, warte, oh, aber den habe ich doch hier bestimmt irgendwo. Ja, hier, den da. Natürlich muss er wechseln, nicht in Death Counter, sondern in was anderem.
Fallumcounter. Der Fallumcounter. Oder hättet ihr gerne, dass ihr im Chat wie bei Dingsbums Ausrufezeichen Baum eingebt? Wie hättet ihr es denn gerne? Machbar ist alles. Leute, wie hättet ihr es denn gerne? Ich denke, wenn es du machst, ist besser, weil ansonsten geben im Chat vielleicht zwei Leute gleichzeitig Baum ein, wo es nur ein Baum war. Ein VIP-Counter. Ein Mods- und VIP-Counter. Ach so, ja, das kann ich natürlich auch einstellen, Paddel. Wir machen Paddel zum Baumbeauftragten. Baum? Ja. Ja. Und dann natürlich muss es ein... Muss es ein Ziel geben. Wenn ich innerhalb von der Stunde oder was gegen so und so viele Bäume fahre, dann muss ja auch was passieren, ne? Ja, wir können ja jetzt mal sozusagen die erste halbe Stunde als Probestunde machen. Oder als Probehalbe Stunde. Ja. Und je nachdem, welche Zahl du dabei erreichst, musst du halt dann in der nächsten Stunde besser sein, natürlich hochgerechnet. Ja. Weil du sonst in die Fahrschule musst, wenn du immer schlechter fährst. Ja. Dann musst du dir jetzt keine Zahl ausdenken. Du musst dann halt nur in der zweiten Stunde besser fahren als in der ersten oder so. Mhm. Ja, das ist nicht schlecht. Also das erste Mal wird es so sein, ich darf innerhalb von einer Stunde nicht an 10 Bäumen dran klatschen. Und wenn ich es schaffe? Und wenn ich es nicht schaffe? Was, 5 Subs verschenken? Ist das bei 7 Days dann auch so, Alexander? Okay. Kriege ich immer hin? Bei 7 Days fällt sie die Bäume ja immer mit dem Heli. Ja. Nicht genau. Unbedingt umweltschonend, aber es funktioniert. Ja, ja. So, wo ist er hier? Das kriege ich immer alles hin. Ich habe es genau gesehen. Maria will nicht bei Karl-Heinz schlafen. Ach so, wir wollen uns schlafen legen. Ja, warte mal, das können wir gleich machen. So. Muss ich bei Karl-Heinz schlafen? Ja, aber ich schlafe ja schon. Wenn ich schwanger bin, ich sag's dir, du Karl. Ich schlaf dann mal weiter, ne? Es war sehr anstrengend, die Nacht. So. Ja, richtig, Paddel, ja, ja, ja. Nadine muss in die Fahrschule, ja. Ja. Oder gackert's aber viel hier. Oder wir machen es so, für jede Stunde, wo du über 10 Bäume triffst, musst du eine Stunde Fahrschulsimulator spielen. Ja, den will ja keiner sehen. Ich hatte ja schon eine Umfrage gestartet. Den haben wir ja schon gestartet gehabt. Ach so, ich habe die Ergebnisse der Umfrage nicht gesehen. Ich geb's zu. Aber ich fand ihn saulustig. Ich fand's auch witzig. Ich fand's saulustig. Grunz, Grunz. Ja, ich guck gerade, ob das so geht, wie Paddel gesagt hatte. Ich glaube, mit so einem Counter sehe ich jetzt nicht, dass das geht. Außer ich benutze jetzt, ich versuche das in einem anderen Bot einzurichten. Weiß nicht, ob das da geht. Wir können ja auch mit der Hand zählen. Also einfach Zahl in den Chat schreiben. Eine Zahl in den Chat schreiben? Das können wir auch machen. Ganz old school. Geil. Hammer. Gucken, was der Bot macht. Ja, es triggert mich halt jetzt, ne? Als wenn du ein Problem lösen willst, dann willst du es auch lösen. Ich kenne dir. Ja, ja, ja.
Ich wollte dir ja nur auch einen anderen Weg aufzeigen, falls es dir zu blöd wird. Nee, bei dem Bot geht es auch nicht. Nee. Das geht nicht. So einfach kann man doch keinen Counter erstellen. So einfach geht es leider nicht, Leute. Naja. Horrorspiele. Ja, sowas machen wir noch, Lysan. Also, nicht diese Horrorspiele, die ihr sagt, Horrorspiele, ne? Also sowas wie Resident Evil oder sowas, ne? Das wäre ja für mich die Hölle. Sondern halt... Mit was? Subnautica. Oh Gott, das wäre für mich auch ein Horrorspiel, ja. Aber man kann es ja auch im Multiplayer spielen, oder? Bin ich da falsch informiert? Das kann man im Multiplayer spielen, soweit ich... Kenne ich aber nicht. Wenn ihr wollt, dass ich nur noch schreie, dann... Wir sind bei dir! Wir sind die, die im Hintergrund lachen. Alles okay.